Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ehrlich gesagt, mir drängt sich der Verdacht auf, dass bis vor 2, 3 Monaten auch die FDP noch gar nicht gemerkt hatte, dass der Nachholfaktor ausgesetzt worden ist. Vor 3 Monaten schrieb nämlich der Professor Axel Börsch-Supan einen Aufsatz, und dann erschien das in der Zeitung als große Neuigkeit. Wenn Ihnen das so sehr am Herzen liegt, dann hätten Sie das ja auch schon vor 20 Monaten hier einbringen können, als die doppelte Haltelinie beschlossen wurde. Aber nun ja, im Volksmund heißt es, der frühe Vogel fängt den Wurm, der späte geht also auch noch mal auf Wurmsuche, das sei es drum. Aber ich muss schon sagen, Ihre Betrachtung von Generationengerechtigkeit scheint mir ein bisschen einseitig zu sein. Was wir uns angucken müssen, um entscheiden zu können, ob jetzt die Rentenausgaben wirklich eine zentrale Belastungsgröße darstellen, wobei man auch darüber streiten kann, ob man überhaupt immer mit diesem Wort und Framing Belastung der Rentenleistung, der Rentenversicherung gegenübertreten muss. Dann muss man sich ansehen, wie ist der Anteil der Rentenausgaben an der gesamten Wirtschaftsleistung. Und da sehen wir, dass der Anteil der gesamten Rentenausgaben an der Wirtschaftsleistung, am Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2003 oberhalb von 10% lag, bei 10,5 genau, und wir sind immer noch bei etwas über 9%. Das heißt also, über einen Zeitraum von inzwischen fast 2 Jahrzehnten ist der Anteil der Rentenausgaben an der Wirtschaftsleistung gesunken. Und das muss man sehen bei steigenden Zahlen von Rentnerinnen und Rentnern. Das heißt also, es kann mitnichten davon die Rede sein, dass hier eine Überbelastung stattfindet. Das, finde ich, muss man zur Kenntnis nehmen. Und auch meine Fraktion hat bei aller Kritik, die wir an anderen rentenpolitischen Maßnahmen der Großen Koalition haben, die doppelte Haltelinie, insbesondere die Stabilisierung des Niveaus der gesetzlichen Rente, positiv begrüßt. Und in den Sondierungsgesprächen haben wir auch in dieser Richtung damals bei Jamaika darüber gesprochen, dass eine langfristige Stabilisierung des Rentenniveaus notwendig ist. Denn die Rentenversicherung muss als Einkommensversicherung funktionieren, damit sie auch weiterhin für die Pflichtversicherten und auch gerade für die Mittelschicht attraktiv ist. Sie darf nicht degradiert werden zu einer rein provisorischen Armutsabdeckung, Armutssicherung. Und zuletzt noch den Gedanken, dass Generationengerechtigkeit auch dann verkürzt gedacht ist, wenn man nicht die Verteilung innerhalb der Generationen mit berücksichtigt. Es gibt viele jüngere Leute, die haben wesentlich bessere Bedingungen, was Bildung und was Mittel aus dem Elternhaus anbelangt, als die damals jüngere Generation. Es gibt aber innerhalb dieser Generation viele junge Leute, die hart zu kämpfen haben. Und das ist eine Gerechtigkeitsdimension, die mindestens ebenso wichtig ist wie die immer von Ihnen eng geführte Generationengerechtigkeit. Danke. Vielen Dank, Markus Kurt. Dankeschön.